so weit weg, so lange Zeit. Die Gedanken wandern weit. Hallo ihr Lieben, wir steuern auf die 35.000 Abonnenten zu. Das ist so viel, das hätte ich nie gedacht, als wir vor 3 Jahren mit einem kleinen Video über die 3 Fragezeichen und der Karpatenhund begonnen haben mit einer wackeligen Handykamera. Turaluraluralu. Ich höre Hörspiel, was hörst du? Wird's besser? Wird's schlimmer, fragt man sich jährlich. Seien wir mal ehrlich, das Leben ist immer lebensgefährlich. Mit diesen klugen Worten von Erich Kästner begrüße ich euch zum 3. und finalen Teil meines Podcastes Mein Leben mit Hörspielen. Ganz privat. Herzlich willkommen. Ja, ich habe euch über die Kindheit und Jugend berichtet mit Hörspielen. Dann begann die Ausbildung. Ja, und so irgendwann fühlt man sich dann ja erwachsen. Das ist noch nicht mit 18, aber irgendwann, frühestens, wenn das erste Kind die Fingerchen und Händchen ausstreckt und Papa ruft, fühlt man sich schon irgendwie alt und dann ist immer die Frage, wie viel hat das Hörspiel noch im Leben eines jungen Vaters Platz? Ja, ich muss dazu sagen, dass ich auf alle Fälle genauso viel Hörspiele gehört habe. Nur ich habe mir die Zeiten anders eingeteilt und das war durchaus möglich. Was mich allerdings so ein bisschen geärgert hat, und da stehe ich wahrscheinlich nicht alleine da, waren diese teilweise spöttischen Bemerkungen. Ja, du hörst Märchen? Ja, also, da hätte ich wirklich, also ich musste da immer durchatmen, da hätte ich wirklich am liebsten losschreien mögen, denn ein Märchen ist ein Märchen und ein Hörspiel ist ein Hörspiel. Natürlich kann auch ein Märchen ein Hörspiel sein, aber das, was ich gehört habe, das waren keine Märchen. Und ich habe da ja vor ein paar Monaten mal so einen lustigen Trailer gemacht über einen Erwachsenen, der mit einer Hörspielkassette in der Hand aus dem Haus tritt und dann kommt so ein junger Kerl und lacht ihn aus. Und ja, na gut, mittlerweile kann ich drüber lachen, denn es gibt so viele von uns, die diesem Hobby frönen. Und das ist ja wirklich das harmloseste, friedlichste Hobby der Welt. Ja, noch friedlicher ist, glaube ich, nur Pilates, Yoga oder sich in eine Ecke setzen und die Spinne an der Wand anstarren. Ja, also, ich war dann in einer neuen Rolle, und nichtsdestotrotz und so auch als Ausgleich für mein Wohlbefinden und damit es mir gut geht, habe ich Hörspiele weitergehört. Ich habe vermehrt Hörspiele im Auto gehört, Ich habe hierfür mir damals in mein Auto so einen kleinen Wochenvorrat an Hörspielen gelegt und kann mich da noch sehr gut erinnern, dass ich manche Hörspiele auch schon mal eine ganze Woche gehört habe. Ja, bei manchen Hörspielen war das wirklich möglich, wie bei den Sherlock Holmes Hörspielen von Maritim mit Rode und Krüger. Ja, ich wiederhole mich da gerne, aber die gab es ja zu Beginn auf Kassette und da lief dann schon mal das Tal der Furcht eine ganze Woche im Auto und oder die 6 Napoleons. Ja. Und so habe ich eigentlich, was gab es in der Zeit, außer dass ich vermehrt im Auto Hörspiele gehört habe, dass ich nachts beim Fläschchen geben ein Hörspiel gehört habe. Es hat sich nicht viel verändert. Natürlich war man in der Realität angekommen, man hatte Verantwortung, man lebte ein anderes Leben, aber nach wie vor habe ich mich erfreut an Hörspielen, die ich mir gekauft habe. Ich habe auch weiterhin alte Filme und Serien geschaut. Ich erinnere mich da so
2004, 2005 Kettwiesel auf DVD erschien. Ja, da habe ich mich drauf gestürzt wie so ein Irrer. Ja, Salmai, Dalmai, Adomai, ja, der geheimnisvolle Kettwiesel, der lustige Kettwiesel und seine Abenteuer auf einem englischen Bauernhof. Wundervoll, wundervoll. Dann kam die 80er-Jahre-Serie Der kleine Vampir auf DVD. Also es gab in der Zeit, Anfang 2000, sehr viele alte Serien und Highlights, über die ich mich sehr gefreut habe und die ich mir natürlich dann auch gekauft habe. Genauso wie die komplette Reihe von Der Alte mit Siegfried Lovitz. Ja. Also so eine Serie braucht man als Retro-Fan auf alle Fälle auch in seinem Filmarchiv. Ja. Gekauft habe ich mir zu der Zeit ja eigentlich nur noch CDs, aber ich habe auch Anfang 2000 noch wirklich sehr gute Schnäppchen auf eBay machen können, denn im Jahr 2000, 2002, 2003 hat sich keine Seele großartig für Hörspiele interessiert, besonders nicht für alte Hörspiele, und so konnte ich, ja, jetzt mittlerweile kann man das wirklich sagen, für kleinstes Geld zum Beispiel meine Edgar Wallace Maritim Sammlung auf LP vervollständigen. Und da lag ich bei der teuersten Schallplatte, ich glaube mal bei 10 Euro. Also da hat sich kein, Entschuldigung, Schwein dafür interessiert. Ich habe da wirklich teilweise Lücken vervollständigt und auch recht seltene Hörspiele für einen recht guten, Preis gekauft. Ja? Und ich bin da sehr glücklich drüber, denn jetzt, das ist schon teilweise eine Ansage, was man dafür blecht. Ja, ja, und dann wurden irgendwann die Kinder größer, aber meine Liebe zum Hörspiel war ja ungebrochen. Also ich habe ja schon mal gesagt im ersten Teil, ich habe ja nie eine Pause gemacht. Ja, ich war ja immer dabei. Und ich erinnere mich noch, wie die drei Fragezeichen mit, ja, ihrem ersten Programm auf Uhr ging. Das war damals ja viel zu weit weg. Das war in Hamburg. Und dann war ich dann bei dem seltsamen Wecker. Der hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich mir wieder so gedacht, manchmal sollte man gar kein Bild vor Augen haben. Man sollte die Hörspiele hören. Und also ich war auch damals bei dem dritten Auftritt. Ich glaube, der hieß Phonophobia. Ja, sowas von enttäuscht, also ist nicht mein Ding. Also dann lieber Kopfkino und sich die Detektive so vorstellen, wie man sie schon seit Kindheit in seiner Erinnerung hat. Ja, dann kam natürlich noch die ein oder andere Serie dazu, die ich kurze Zeit gehört habe. Dazu gehörte zum Beispiel die Gruselserie, das Gruselkabinett. Ja, ist aber auch für mich nichts gewesen, was ich sammeln wollte, mochte. Und so blieb ich eigentlich immer so bei diesem Gespinst aus drei Fragezeichen, TKKG, fünf Freunde, Perry Clifton, Sherlock Holmes und vereinzelte, Neon Gruselserie natürlich, und vereinzelte Schallplatten, wie jetzt der Dieb XY. Und so ganz vereinzelte Hörspiele, wo jetzt keine Serie draus gemacht wurde. Und das ist eigentlich gleich geblieben. Also ich suche zwar jetzt immer noch, und da geht es euch vielleicht wie mir, ich suche nach Kassetten, die jetzt mittlerweile hier den Geist aufgegeben haben, oder Leiern, das ist ja oft das Problem. Gut, dann suche ich Ersatz. Aber dass ich jetzt nochmal so richtig sagen würde, ich sammle jetzt Perry Rhodan, mit der Serie konnte ich nie was anfangen, oder ich sammle jetzt Karl May, ja, war noch nie mein Ding, würde ich jetzt auch nie damit anfangen. Ja, und so muss ich sagen, dass die Zeit mit dem größten Wandel oder der größten Bewegung in meinem Hörspielleben einzig, und das ist jetzt auch nicht sehr schlimm gewesen, die Zeit, in der man Familienvater wurde, aber das hat dem ganzen Spaß keinen Abbruch getan, und ansonsten
Verhalte ich mich jetzt wie als Kind? Ja, ich kram mir eine Kassette raus, vornehmlich eine Schallplatte, und höre die, wann immer ich Lust habe. Und es gibt auch Tage natürlich, da habe ich überhaupt keine Lust darauf. Das gibt's natürlich. Ich meine, man ist ja jetzt auch nicht immer in derselben Stimmung, aber ich habe, und das ist vielleicht ganz interessant, vielleicht geht's auch Leuten da draußen genauso, ich habe auch bestimmte Stimmungshörspiele. Ja? Ich würde jetzt zum Beispiel nie, wenn der Tag so ein bisschen schlecht läuft, mir ein Gruselhörspiel reintun. Ja? Wenn das so ein trüber Tag ist, wenn mal die Wolken tief hängen oder man will mal nicht im Meer schwimmen und sagt, ach nee, dann sind es meistens die fünf Freunde oder Tim und Struppi, die ja den Tag so ein bisschen erhellen. Wohingegen, wenn man jetzt sich so richtig toll fühlt, so ein Tag am Strand, da kann ich auch mal so ein richtig schönes und düsteres Hörspiel hören. Ja, da kann ich mir mal Edgar Wallace reinlegen, Perry Clifton, ja, so ein Krimi. Aber an trüben und nasskalten Tagen dann sich noch irgendwie ein trauriges Hörspiel in Player zu legen. Nee, das ist so überhaupt nicht mein Ding. Ja, und somit ist der dritte und letzte Teil dieses persönlichen Podcasts auch der kürzere Teil, weil es einfach nichts zu erzählen gibt, was sich jetzt in den letzten, ja, ich sag mal 10 Jahren groß geändert hat. Ja, ich habe mir einen neuen Schallplattenspieler kaufen müssen, weil mein alter einfach kaputt ging. Manche kennen das ja vielleicht, wenn ein Gerät 30 Jahre alt ist, irgendwann ist da drin im Gerät alles kaputt und eine Reparatur. Wo findet man noch großartig jemanden, der für kleines Geld einen Schallplattenspieler irgendwie auf Vordermann bringt, repariert? Und ansonsten hat sich ja natürlich auch mein Kassetten, Rekorder, ja, darf man das so nennen, ja, hat sich geändert, ja. Ich habe aber auch wieder einen alten, ja, Doppeldeck von Telefunken, der sehr gut ist, weil man an dem eben noch regeln kann, dumpf oder klar und Bass oder nicht Bass und Höhen und Tiefen. Das finde ich recht toll. Und ich habe wieder angefangen, ja, nicht lachen, den Denver Clan zu schauen. Ja, ich habe mir alle Staffeln besorgt, 9 Staffeln sind es. Und das ist für mich ja so ein bisschen Abschalten und Entspannung. Ich weiß ja, wie alles ausgeht. Man hat das ja über Jahre als Jugendlicher verfolgt, aber es ist schön putzig, es ist interessant, die Mode von damals und diese tollen Synchronstimmen, Ursula Heyer als Alexis und Hans-Werner Bussinger als Blake Carrington und Rebecca Fölz als Fallon, ja, Rebecca Fölz, die Tochter von Wolfgang Fölz. Und das ist ja kurzweil und würde mich mal interessieren, was nutzt ihr, um zu entspannen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was für euch da so gut ist. Ja? Und für die Zukunft, ja, was wird sich für die Zukunft ändern? Es wird sich nichts ändern. Ja? Daniela und ich hören weiter Hörspiele, Krimis, Abenteuerhörspiele. Ich liebe Perry Clifton, habe ich das schon erwähnt. Ja? Und ich werde mal eventuell das nächste Jahr ein Experiment machen und werde wirklich mal eine Strichliste führen, wie oft ich welches Hörspiel aus dem Archiv ziehe und anhöre. Denn ich habe so den Verdacht, dass bei 3 weiß ich es auf alle Fälle, dass zum Beispiel bei 3 Fragezeichen der Phantomsee, dass das mehr als 30 Mal im Jahr gezogen wird, gehört wird und wird wieder zurückgestellt. Und das auch garantiert Sherlock Holmes und der Angestellte des Börsenmaklers mehr als 30 Mal seinen Schrank verlässt, ja, und dann wieder zurückgetragen wird. Und so geht es mir bei vielen Hörspielen. Und das will ich mal so ein bisschen, ja, aufschreiben, weil mich das einfach interessiert. Und dann drüber reflektieren, warum höre ich das so oft?
hat das eine Bedeutung? Da kann ich mir dann mal Gedanken drüber machen und das wird bestimmt für mich natürlich, da müsst ihr keine Angst haben, da lasse ich euch jetzt nicht dran teilhaben, das ist ja dann doch zu langweilig für euch, aber das mache ich mal für mich und bin mal schon jetzt sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, okay, das war mein Leben in drei Teilen. Vielleicht nicht gerade spannend, aber ich habe an den Kommentaren von Teil 1 und Teil 2 gesehen, dass viele Sachen euch vertraut vorgekommen sind. Sei es nun bei der Oma sein und Hörspiele hören, ja, sei es nun vor dem Mittagessen diese komische Polizsendung anschauen müssen. Ja. Schön, dass ihr durch eure Kommentare euer Leben auch mit mir teilt. Das hat mich sehr gefreut und ich freue mich natürlich weiterhin auf schöne Kommentare. Das war der Wischel-Podcast. Wischel-Streichmama. Das war der Podcast Teil 3. Wenn ihr Lust habt, jeden Sonntag um 22.15 Uhr mein Hörspielmagazin Schallplattengeschichten. Und für Leute, die gern grübeln und reflektieren, habe ich auch was. Und zwar am Mittwoch um 23 Uhr die Nachtgedanken in Anlehnung an Kuhlenkampf. Nur, dass ich nicht aus der Literatur vorlese oder Gedichte vorlese, sondern dass ich ein Thema wähle, für das ihr in der Community eine Woche vorher abstimmt. Und ja, und natürlich gibt es auch ab und zu alte, knisternde Retro-Hörspiele. Nein, die werden schon ein bisschen bearbeitet, dass sie nicht mehr so knistern. Ja. Und natürlich gibt es auch meinen Wischel-Podcast. Zwei oder drei sind schon in der Playliste mit meiner Frau. Hat sehr viel Spaß gemacht, über Denver Clan versus Dallas zu reden. Oder, ja, über Columbus. So, und jetzt sind schon 2 Jahre vorbei, ja. Und es ist immer wieder interessant, sich selbst zuzuhören und zu sagen, ja, obwohl du keinen Text und nichts dir aufgeschrieben hast, und hast so aus dem Kopf heraus interpretiert, ist alles richtig, es ist alles noch genauso. Natürlich haben wir mittlerweile den Columbo-Podcast gemacht, die zwei Podcasts. Wir haben etliche Schallplattengeschichten und Podcasts und Hörspielrezis gemacht. Und wer sich genauer für Hörspiele interessiert oder wer gerne mal aktiv mitmachen möchte, für den haben wir eine Plattform geschaffen. Nicht so groß, ja, keine 35.000, sondern nur 1.300, aber die haben es in sich. Hör mal zu aktiv. Der Kanal für aktive Hörspielfreunde, Retrofreunde, Leute, die auch mal selber ein Video einsenden, Leute, die sich genauer mit der Materie befassen, die wissen wollen, was hat denn H.G. Francis alles gemacht? Warum ist Pamela Punti, Heike Tine Körting, wer sowas wissen will und wer auch diese Leichtigkeit sucht und dieses Nerdige untereinander, der ist auf Hör mal zu aktiv. In kleiner Runde gut aufgehoben und da gibt es auch jeden Sonntag um 21 Uhr ein persönliches Magazin speziell für dieses Klientel. Danke fürs Zuhören. Dieser dritte Teil war auch sehr wichtig für mich nochmal nachzuhören, nachzufühlen, ob es sich noch gut anfühlt. Es fühlt sich gut an und es fühlt sich jetzt auch gut an, mich ganz lieb und nett von euch zu verabschieden in bester Radiomoderator-Manie. Ja, macht's gut und immer schön retro bleiben. Sehr wichtig. Was hörst du? Du ralu ralu ralu. Du ralu ralu ralu. Du ralu ralu ralu. Ich höre Hörspiel, was hörst du?